Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Fußball Manager 13 unserer Karriere mit der Hertha. Neuer Tag, neues Glück. Im letzten Spiel, im letzten Part haben wir dann endlich mal wieder gewonnen. Muss ich sagen, fühlt sich auch jetzt noch richtig gut an. Schon Sieg nach einer ewig andauernden Durchstrecke und ja, mal gucken, ob wir da so ein bisschen Motivation mitnehmen können. Oh, was haben wir jetzt? Oh, ich dachte schon, er wird abstürzen. Ein bisschen Motivation und so mitnehmen können und vielleicht in das Leverkusen-Spiel den ein oder anderen Schub mit reinnehmen. Ja, Leverkusen, Platz 8. Nicht wirklich überragend, wir aber mit 14. Und ja, ginge besser. Haben zwar, können auch, wenn man ein paar Spielchen gewinnt, vielleicht einen Platz gut machen, aber ist jetzt auch nicht so das Wahre. Es war mehr drin. Aber was will man machen, wenn man diese lange Durchstrecke hatte, ne? Aufstellung. Müssen wir da was ändern? Brooks kommt rein für den guten Langkamp. Da braucht man nichts ändern. Da auch nicht, da auch nicht. Ja, scheint das mit der Reinnahme von Alagui wieder, der seine Sperre abgesetzt hat, mit Kraftsperre, die abgesetzt wurde, abgesessen wurde, nicht abgesetzt, haben wir dann doch so ein bisschen andere Möglichkeiten. Und ja, da geht das Minus immer höher. Aber da drücken wir jetzt einfach mal die Augen zu und sagen, das ist uns egal. Wir wollen erstmal hier weiter Erfolg haben. Neuer Monat ist noch nicht, aber reden können wir mit den Leuten. Alles Gute zum Geburtstag. Spielt ja nicht so schlecht mittlerweile, der Gute. Der hier natürlich auch nicht so schlecht. Hat sich gut verbessert. Hosogai gut trainiert. Aha. Es scheint, ein paar hätten es dann doch verstanden. Badou, sehr gutes Spiel. Endlich mal in der Stammelfer. Ja, von Ramos. Kommt seit Monaten nicht wirklich was. Brooks hat sich wieder gefangen. Es haben sich einfach zu viele zur gleichen Zeit eine Auszeit gegönnt. Und ja, wenn dann das so ist und man auf der Bank dann nicht ganz so viel zum Nachlegen hat, ist das schon mal zu erklären, warum man in so einem Tief war. Jetzt sind nämlich die anderen die Auszeit, wa? Gut trainiert, Kraft. Super letztes Spiel, Baumi, gern öfter. Gut trainiert, Hani. Der Mann, mit dem wir am meisten geredet haben. Wen wundert es, der trainiert ja immer gut. Meistens, bisher. So, Sire hat sich gut verbessert. 61 mittlerweile, also in der zweiten Mannschaft haben wir echt gute Arbeit geleistet, kann man nicht anders sagen. Badou ist mit seinem schwachen Fuß besser geworden, sehr gut. Und das interessiert uns immer noch nicht. Und Wernicke, der Spieler, der nächstes Jahr hochkommt in die zweite Mannschaft, soviel ich weiß, hat sich auch ganz schön verbessert. Eigentlich ein Stürmer. Geht doch, da haben wir doch den Ersatz für Kevin Stefan gefunden. So, Leverkusen. Was können wir denn mit dir anrichten? Kießling ist natürlich wieder dabei. Und dann ist die Mannschaft halt um 10 Ecken gefährlicher. Aber Baumjohann mit einer 50, Hosogai mit einer 74, plus die 74, Kraft 75. Wir könnten, gebt euer Bestes erstmal
Und dann guck mal, was bei rausspringt. Haben sich mittlerweile Marcel Janssen gekauft, die Leverkusener. Und wir halten uns bisher wacker. Und Heung-min Alakui direkt mit dem Ausgleich und mit der Verletzung. Oh, der bisher beste Mann heute. Ramos oder Ilicevic? Wir werfen mal Ramos da rein. Halbzeit. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Gut gespielt Kraft, gut gespielt Badu, wieder mal. Gut Jojo, gut Pekarik und ja, Baum Johann. Hier kann man noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Massieren, massieren, massieren. Nicht nachlassen, auf keinen Fall nachlassen. 4-0, Alvarez bekommt noch wieder mal die Chance und Gilbert bekommt die Chance. Hegeler mit dem 2-1. Oh, mir gelb. Ramos mit dem Ausgleich. Damit könnte ich leben. Jawohl, Ramos, danke. Die Einwechslung war also Gold wert. Vorlage Christian Alvarez. Badu mittlerweile auch wieder mit einer Superleistung. Ja, wäre Alakui drin geblieben, sehe das Ganze vielleicht noch anders aus, aber ich denke, Ramos hat ihn mehr als vorbildlich vertreten. Ein Punkt in Leverkusen muss man so auch erstmal holen. Damit haben wir denen das internationale Geschäft so gut wie versaut und uns ein bisschen Abstand nach unten bewahrt. 10 Punkte auf Platz 16 ist schon einiges, das kann uns keiner mehr nehmen. Und jetzt gegen Augsburg können wir zeigen, dass wir gut drauf sind. Mario Götze, 50 Millionen geschätzter Marktwert, das ist eine Summe, die muss man auch erstmal so haben. Alakui noch 9 Tage verletzt. Oh Mann, da fehlt er schon wieder. Ist das bitter. Vielleicht wird er ja früher gesund. Man darf beten, wir haben Sonntagsspiel. Aber es sind nur 8 Tage, es ist ein Tag zu früh. Schade. Komm schon, lass Wunder geschehen. Komm schon, wir brauchen Alakui. Spannung. Hinspiel haben wir 3-1 verloren. Und Alakui wird nicht fit, schade. Setzt ihn der Ramos hoch. Ramos hat seine Sache da ordentlich gemacht und Chigerci kommt für Badu. Ja, das war's ansonsten. Schade, Alakui haben 2 Tage gefehlt. Stadionkissen entwickeln wir auch noch. Kostet auch wieder Geld, ja, gehen wir wieder weiter ins Minus, ja, aber es kommt ja irgendwann wieder rein. Jo. Kleinfeldturniere beobachten, Bolzplatz einweihen. Jo, Turnier beobachten, Sponsoren. Beobachten und Trainerschulung abhalten können wir machen. So, da hat sich nichts geändert, aber im nächsten Spiel. So. Badu trainiert gut, jawohl.
Hat du gut gemacht, Badu? Sheldred, Benatira. Jelicwicz, Schulz, Langkamp. Oh Gott, jetzt haben wir eine Trainingsflaute, wa? Halleluja, aber eine gewaltige Trainingsflaute. Naja, immerhin auf dem Paar ist hier doch noch Verlass. Und sowas spiegelt sich auch in den Einsätzen wieder. Ihr bekommt dann die Einsatzzeit, die andere dann eventuell nicht bekommen. Die sich nicht den Arsch aufreißen. Unser Transferbudget ist ein bisschen nach oben gegangen. Für die nächste Saison. Und wollen wir mal schauen, dass wir hier... Ja... Ja. So. Hosogai erreicht das Trainingsziel, die nächste Position gelernt. Rechter Verteidiger. Und dann können wir ihm die Ballkontrolle noch beibringen und die Kopfballpräzision. Zack. Alvarez enttäuscht, schwacher Fuß bleibt schwacher Fuß. Ja gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. André Wernicke. Wer ist denn der Stürmer, der 61 war? Ist er weg? Oh ja. Und hatte der irgendwo ein Trainingsziel? Na, ja, der hier. Warum hat der letzten Stürmer, war wohl uns Anzeige. In der Anzeige ein Fehler. Das ist aber seltsam. Für dich haben wir immer noch kein Trainingsziel geben können, ne? Nee. Schade. Na gut. Dann nehmen wir das Spiel gegen Augsburg noch mit, natürlich. Baum Johann bleibt erstmal Spielmacher, hat seine Sache in den letzten Spielen gut gemacht, auch wenn Cigerci eigentlich Spielmacher ist. Aber dann kann der sich auf andere Aufgaben konzentrieren. So, wir holen mindestens ein Unentschieden. Das könnte, denke ich, im Bereich des Machbaren sein. 1:0 durch Vandenberg. Vorlage Hosogai. 2:0 Tejera kurz vor der Halbzeit. Das ist hier ein sensationeller Doppelschlag. Dann können wir mit dem Einsatz ein bisschen runtergehen, um Kräfte zu sparen für den Saisonschlusssprint und ja, würde ich sagen, hier und heute gibt es nur noch den Sieg und wir loben mal wieder ein paar Spieler. Cigerci, Brooks, Ramos, Baumi, Thomas Kraft. Massieren, massieren, massieren. Und dann Benhatira raus für ja, Jelicevic. Hosogai raus, dafür kommt Badu. Und dann würde ich sagen, der letzte Wechsel heben wir uns auf. 3:0 Badu. Halt. Das schrauben wir ganz nach unten. Und wem gönnen wir jetzt eine Pause? Würde ich sagen, den Ramos und dafür bringen wir nochmal Schulzi. Und Schulzi tauscht mit Jelicevic. Baumjohann mit dem 4:0, also jetzt läuft es endlich vorne. Und Baumi mit dem 5:0. Das ist ja unfassbar. Die letzten beiden Spiele
Was die an Toren raushauen? Plötzlich sind wir wieder Elfter. Nur noch eine Tordifferenz von minus 9, was natürlich nicht so berauschend ist. Ich wollte ihn schon. Zufriedenheit mit unserer Arbeit. Ja, würde ich sagen, Raphael, so bist du ein Anti-Fußballer, obwohl ich von ihm immer ein bisschen was gehalten habe in den Manager-Spielen, genau wie von Tom Weiland. Aber ja, Tommy Beckmann, Ex-Bochumer, halten wir uns hier nicht länger auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!